Hey Lego-Fans, hier ist der Levis K1210. Ich begrüße euch zu dem Unboxing von dem Spiel Lego Worlds. Ja, das ist die PlayStation 4 Version. Gibt es übrigens auch auf der Xbox, falls ihr lieber die grüne Konsole bevorzugt. Und hier sehen wir ein wunderschönes Cover mit den kultigen Lego-Figuren vorne drauf. Und exklusiv für die PS4 hat man ein Lego Agenten-Pack, Freunde. Wobei, ich glaube, so wie ich sehe, ist schon abgelaufen. Aber dass es so kurzfristig ist, Freunde. Seht ihr? Der Code. Naja, mal schauen, ob der noch funktioniert. Ich glaube nicht mehr, aber egal. So, auf dem Cover sehen wir hier diverse Lego-Figuren. Und ich denke, jedes Kind mag einfach Lego. Es beflügelt einen. Die Fantasie wird angeregt und man kann diverse Lego-Figuren erstellen in diesem Spiel. Bisher war es ja immer so, man hat ein Thema bekommen, ja, sagen wir mal Indiana Jones oder Lego Batman, und man spielte die Level durch. Aber hier hat man, glaube ich, die Möglichkeit, seine eigenen Level zu bauen, die Lego-Figuren zu bauen und diese auch dann zu zocken. Klingt sehr, sehr spaßig, Freunde. Das Ganze kommt von TT Games, kennen wir natürlich. Und von der Seite sieht es so aus. Werde ein Meisterbauer. In einer offenen Welt erwarten dich kreative Abenteuer mit Freunden. Erforsche eine Galaxie abwechslungsreicher Welten, die komplett aus Lego-Steinen besteht. Ja, dann entdecke und sammle witzige Minifiguren, Fahrzeuge, Kreaturen und vieles mehr. Erschaffe deine eigene Welten mit mächtigen Bauwerkzeugen. Ja, hier sehen wir ein Tarzan, muss das sein, oder? Ist das hier? Also ich würde mal tippen auf Tarzan mit dem Gorilla und ja, obendrauf. Hier ist so ein englischer Polizist, Bobby. Ich glaube, diese Figuren sind von Lego Bat. Nee, ein Lego Movie, glaube ich. Sie spielt Dudelsack. Und hier kann man sich, so wie das wie die Sims, sein eigenes Dings bauen. Im Splitscreen oder Online-Multiplayer erschafft ihr eure eigenen Geschichten zusammen. Zusammen, ganz wichtig, zusammen. Social Gaming nennt sich das, glaube ich, dieses. Ja. Und hier sehen wir diverse andere Bilder. Also lasst eure Kreativität freien Lauf und erbaut eure eigene Lego-Welt. 1 bis 2 Spieler können zusammen, also im Singleplayer, zocken. Man hat auch Netzwerkspielfunktionen, also auch Online-Modus. Mindestens braucht ihr so wenig, 2, noch was Gigabyte. Das ist aber wenig für ein PlayStation 4 Spiel. DualShock 4 Vibrationsfunktion, HD Video und PS Vita ist auch unterstützt. Und jetzt packen wir das Ganze mal aus. Aha, der Aufkleber lässt sich. Das ist nur so ein Aufkleber, okay. Wunderbar. Ich guck mal eben kurz rein. Oh, das ist ja eine Überraschung. Hier sehen wir die Blu-ray. Auch ein richtig schönes Design. Kunterbunt, so wie es sein soll. So ein dickes Booklet habe ich ja auch selten erlebt hier für PlayStation 4. Ich frage mich aber gerade, wo der Code ist. Ich sehe hier keinen Coach. Naja, vielleicht unter dem Aufkleber. Nö. Ach so, vielleicht ist das kein Code, sondern so eine zeitlich begrenzte Lego Agenten Pack, den dann die Käufer des Spiels
gratis bekommen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, Freunde, was ich gerade sehr überrascht bin von, ist, dass es ein Booklet hat. Das ist sehr krass und mein Magen ist gerade am Grölen. Ja, ich werde dich gleich füttern, mein Freund. Lego Worlds. Ja. Hier haben wir die Steuerung erklärt. Erforsche, entdecke eine kleine Story, erschaffe das AAA. Erforsche, entdecke, erschaffe. Werde Master auf Lego. Zusammen Extras. Hier sind ein paar Bilder drauf. Auf dem Drachen. Sieht auch interessant aus. Und hier haben wir Werbung zu Lego. Ist jetzt kein dickes, fettes Booklet, aber zumindest kann man noch hier ein paar Notizen machen. Also ihr wisst ja, normalerweise kriegt man bei PlayStation 4 Spielen oder Vita Spielen kaum noch was dabei. Wenn, dann ist da nur so ein Blättchen bei. Hier hat man schon ein bisschen mehr. Ja, hier ist noch Werbung zu Lego Spielzeug. Und das ist das perfekte Spiel, wenn man nebenbei Lego die Filme anschaut und dann kann man dieses Spiel reinlegen und seine eigene Lego-Welt erschaffen. Ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.